Hallihallo liebe Strickfreunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles ums Thema Filzen. Und zwar haben wir heute die Filzi der Firma Schöller und Stahl für euch. Sie besteht aus 100% Schurwolle, hat bei 50 Gramm eine Lauflänge von 50 Metern und wird mit Nadelstärke 7 bis 8 gestrickt. Das Besondere ist, dass das gestrickte Teil in die Waschmaschine gesteckt wird, bei 40 Grad gewaschen wird und dann ca. 30% einläuft. So kriegt man ein richtig stabiles Teil aus der Wolle. Und zwar eignet sie sich wunderbar für Taschen, das haben wir hier versucht, eine Herztasche, hier haben wir eine Handtasche gestrickt. Ich selber habe daraus auch so Aufbewahrungstaschen gestrickt, die stehen in der Küche und im Badezimmer bei uns. Und man kann wunderbar auch Filzpantoffeln draus stricken. Alles, was nachher stabil werden soll. Die Strickmuster kommen auch wunderbar raus. Man sieht es hier. Ich habe hier zwei rechts, zwei links und dann quasi großes Perlmuster gewählt. Und man sieht, es ist wunderbar gewabt, auch nach dem Filzen. Ideen zum Filzen und natürlich auch die Filzi, die es in vielen verschiedenen Farben gibt, natürlich auch meliert, findet ihr in der Wollbude in Bornheim. Kommt uns besuchen! Da erklären wir euch gerne auch nochmal, wie es geht. Die Öffnungszeiten und die Adresse habe ich wie immer hinten dran gehangen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filzen. Macht ein paar tolle Teile daraus, denn ihr wisst ja, was man mit den Händen macht, bleibt länger als gekauft. Also, viel Spaß und dann gerne bis zum nächsten Mal. Eure Jenny.